Willkommen zurück zu Let's Play Golden Sun 2. Und ja, wir sind hier mitten in einem Kampf. Wie wir da reingeschlittert sind, seht ihr im letzten Part. Und zwar so wirklich zum Ende. Ich bin nämlich total Brain AFK einfach aus der Stadt rausgegangen und dann ist dieser Kampf hier getriggert. Und die haben auf etwas angespielt und genau das habe ich euch wirklich hart zusammengeschnitten. Jetzt hier im Anschluss von meinem Quatsche in den Part reingeschnitten. Und wenn ihr die komplette Länge davon haben wollt, Part 7 von Golden Sun 1, Diebe in Vowels. Aber um einen Überblick zu kriegen, reicht genau dieser kleine Cut und danach geht's mit dem Kampf los. Ja, das soll wohl ein Witz sein. Wir haben all das Zeug ehrlich gestohlen. Also wenn das ein Grund dafür ist, nicht ins Kittchen zu gehen, ne, dann werde ich hauptberuflich Dieb. Ich denke, wir müssen dafür Sorge tragen, dass ihr für immer ruhig bleibt. Es gibt nur eine Art, dies zu gewährleisten. Ein neues Schwert. Sie haben uns besiegt. Ich habe wirklich eine Sekunde lang geglaubt, wir wären hinüber. Wow. Wir haben gewonnen. Na, du hast natürlich auch deinen großen Teil dabei getragen, ne? Ich hole den Bürgermeister. Das hier sind die Diebe, Herr Bürgermeister. Du, könnt ihr heißt das du. Ach, egal. Hey du, Batze war doch dein Name, oder? Das werde ich dir nicht vergessen. Er bringt sie fort. Im Frühtau zu Berge sieht sie. So, damit seid ihr auf dem aktuellen Stand. Ich hoffe, es ist nicht zu plump geschnitten. Aber um einen kleinen Überblick zu haben, wie es überhaupt zu dem Kampf in der Vorgeschichte kommt, sollte das gereicht haben. Für die Umsetzung schreibt mir gerne, ob die Umsetzung zu plump war, ob ich sowas in Zukunft nicht mehr bringen soll oder ob das vollkommen okay ist und hilfreich war, bla bla bla. Da bin ich echt auf eure Meinung gespannt. Und na gut, den Kampf habt ihr nicht gesehen, aber die Werte waren damals zu Part 7 deutlich schlechter als unser jetziges Vierer-Team. Deswegen baller ich einfach so durch und ja, großartig Probleme haben sie uns bis hier nicht bereitet. 366 Erfahrungspunkte, nice. Ach, schon wieder verloren. Also Boss, du meinst, es war ein Fehler, auf diese Leute loszugehen? Ja, wir haben euch ja nicht ins Kittchen gebracht. Das heißt, dass wir wieder in den Knast wandern, oder? Wieso, habt ihr jetzt was geklaut? Warum müssen wir wieder ins Gefängnis? Ich mag das nicht. Genau. Wir haben doch niemanden ernsthaft verletzt. Wir haben sogar verloren. Ja, und wir haben auch nichts bestohlen. Zumindest nichts, was man uns nachweisen könnte. Diesmal. Wir müssen doch nicht etwa wirklich ins Gefängnis, oder? Ihr seid Diebe. Wenn wir uns ein wenig umhören, stoßen wir wahrscheinlich auf ein Dutzend Gründe, euch hinter Gitter zu befördern. Seid ihr vielleicht wandernde Sheriffs oder so etwas? Nicht wirklich. Wir haben auch Wichtigeres zu tun, als uns jetzt um euch zu kümmern. Dennoch könnten wir euch wirklich nützlich sein. Alles besser als ins Gefängnis.
Ihr glaubt doch wohl nicht ernsthaft, dass wir euch mit uns nehmen würden. Hey, kommt schon. Wir haben nichts Unrechtes getan. Ehrlich. Zumindest noch nicht. Den letzten Halbsatz hättest du dir sparen können, Jung. Ja, bevor wir auf euch gestoßen sind, hatten wir ja gar keine Zeit, etwas Böses zu tun. Genau, also seid nicht zu hart mit uns. Also, dann tschüss, bis später. Ja. Versprecht ihr Isaac nicht länger nachzustellen, um an ihm Rache zu üben? Ja, die Frage hätte er sich auch sparen können, unser Kraden. Und damit haben wir goldene Stiefel. Und dieses kleine Event lag auch nur daran, dass wir den Spielstand übertragen haben. Wenn man mindestens einen Bronzecode überträgt, bekommt man diese Events. Ja, ich rede von mehreren. Deswegen meine Nachfrage, ob ihr dieses zusammengeschnittene für andere Events auch noch haben möchtet. Damit ihr so ganz, ganz grob offen richtigen, also wisst, warum, weshalb, weswegen so ein Event triggert. Oder ich einfach nur sagen soll, hey, Golden Sonne 1, guckt es euch an, dann wisst ihr Bescheid. Ihr dürft's entscheiden und ja, egal. Weiter geht's. Jetzt gucken wir mal, ob wir das Schiff von Aaron finden. Ich glaube, es war hier rechts. Ganz weit rechts. Rechts von der Höhle noch. War das richtig? Ja, da ist ein Schiff. Ich hab's gesehen. Hoho. Ostküste von Indra. Und hier können wir jetzt freezen. Wir können dadurch, dass wir Aaron haben, so einiges mehr machen. Na, was hat das Gehüpfe gebracht? Einen Keks. Krümmelmonster wird sich freuen. Kekse. Ich mach's mir mal kurz einfacher. So. Nein. R. Den Füller. Dann brauche ich nicht jede Kiste einzeln zu durchgucken. Es hat keinen Sinn, den ganzen Zoaki herumzuhängen. Lass uns lieber nach einem Schiff suchen. Wir sind auf dem Schiff. Endlich bin ich wieder an Bord meines Schiffes. Endlich kann ich in mein geliebtes Lemuria zurückkehren. Wartet einen Moment. Ha, Sesam, öffne dich. Um die Segel zu setzen, müssen wir zur Brennkammer unter Deck gehen. Gehen wir nach unten. Ja, natürlich werden wir nach unten gehen, aber erstmal gucke ich hier nochmal. Schiff der Lemurianer. Es glitzert nichts. Glitzert hier irgendetwas? Ja. Elixier. Ja. Ein Monster. Vielleicht müssen wir noch weiter runter. Okay. Es wäre auch zu leicht gewesen. Aquaqualle. Ich schau einfach so durch. Das sollte sogar reichen. Jo. Sehr schön. Das ist eine Truhe.
Die Truhe will ich haben. Auch wenn das Zeit frisst, das ist mir gerade egal. Und Frost. Tück, tück, tück. Na, was hat Aaron? Heilstrank. Hat er hier aufgehoben. Oh, das sieht mir wieder nach einem Hüpfrätsel aus. Die große Frage, die sich stellt, ist, schaffe ich dieses ganze Gehüpfe etc. pp. Und die ganzen Kämpfe zeitlich so gut, dass wir durchkommen? So, da muss ich auf jeden Fall irgendwie hin. Also erstmal darüber. Das heißt, der muss platt. Oder nicht? Muss ich erstmal nach rechts? Den kann ich. Ja, kann ich verschieben. Passt auf. Passt auf, passt auf, passt auf. Ich spare mir einen Kampf. Dann mache ich jetzt nämlich so und besiege nur hier unten die beiden. Dann komme ich auf jeden Fall etwas weiter. Frost. So. Geht auch wieder etwas schneller. Einmal durch. Schieber, dann haben wir da den Rücklicht mich wieder frei. Für später. Let's go. Die Kämpfe gehen jetzt wirklich momentan sehr gut vor der Hand. Und Aaron hat sein Schiff anscheinend zu lange unbeaufsichtigt gelassen. Der es solo geschafft hätte, das Schiff wieder freizukriegen? Ich weiß es nicht. Ich muss irgendwie an den zweiten da rechts ran. Ich bin gerade etwas verwirrt. Den kann ich ja freezen. Das ist nicht das Ding. Ah, okay, das war das Ding. Das. Der Fehler. Nächstes Mal freezen, dann kann ich da rechts rüber hüpfen. Dann kann ich den freezen. Na, erstmal platt machen, dann kann ich ihn freezen. Manchmal bin ich etwas durch.
Regenschauer. So. Jetzt kann ich so weit erstmal durchschützen. Dafür muss ich nur wieder zurück. So, da links wird es garantiert auch noch was Interessantes geben. Da müssen wir sogar lang, auch interessant. Also ich habe keine Zeit an der Stelle hier verschwendet. Na dann. Aber hey, endlich mal ein Part, wo ich meine Stimme nicht komplett zerlege. Lang, lang ist es her. So, gegen den müssen wir kämpfen. So, Level Up habe ich einfach durchgeklickt. Jetzt kann ich euch auch einmal zeigen, warum. Keine Reaktion, irgendetwas scheint nicht zu funktionieren. Ja, die Brücke klatscht immer nach unten, deswegen mussten wir gegen ihn kämpfen. Phasenweise habe ich das Spiel wirklich gut im Kopf. Komm ich hier? Nee, irgendwie muss ich doch da. Ja, okay, okay, jetzt weiß ich es wieder. So, den hatten wir noch nicht in voller Länge gesehen. Den voll. Heurigen oder irgend sowas hatten wir nicht in voller Länge gesehen. So, erstmal Feuer frei mit Ostra. Hatten wir schon in voller Länge. Meteor hatten wir, glaube ich, schon. Oder nicht? Tor. Moeras. Ich hoffe inständig, dass die so reichen. Ich habe wirklich nicht mehr auf dem Schirm, was wir in Feuerlänge hatten. Aber egal, die Zeit, die gönne ich mir jetzt. Die Zielvideolänge ist wie immer 20 Minuten. Und dann müssten wir Pi mal drauf rankommen. So oder so. Crush Ice! Flut des Zorns. Autschi. Vielleicht hätte ich vorher auch speichern wollen. Stahl! Gib ihm ein Küsschen. Triobrecher. Weh, aber Aaron kann auf jeden Fall noch mal was machen. Ne, Reide. Funktioniert. Aaron hat sein Schiff verteidigt. Leider kommen wir jetzt da unten nicht dran. Das ist aber leider vom Spiel auch so beabsichtigt. So. Wir sind hier unten. Das Schlimmste haben wir eigentlich hinter uns. Und
hier unten machen wir im nächsten Part dann weiter. Ich hoffe, euch hat dieser Part gefallen. Hinterlasst mir gerne ein Statement zum Anfang des Videos. Und seid das nächste Mal dabei, wenn wir versuchen, das Schiff von Aaron wieder in Gang zu setzen. Bis dahin sage ich, ciao und tschüss.